So, endlich bin ich in Flensburg angekommen. Da ist der Hauptbahnhof. Jetzt starte ich zu meiner heutigen Wanderung. Da befinde ich mich oberhalb vom Bahnhof. Von Flensburg. Ich bin heute unterwegs auf dem Europa-Fernwanderweg Nummer 6. Ich habe nur eine kurze Strecke von etwas über 11 Kilometer. Aber ich bin jetzt auch mit großer Verspätung angekommen, wegen einem Personenunfall auf der Eisenbahnstrecke von Kiel hier nach Flensburg. Da befinde ich mich jetzt auf der Rückseite vom Bahnhof. Und da bin ich schon auf einem Naturweg. Übrigens, ich bin schon am Freitag angereist aus der Schweiz. Wir hatten ein Klassentreffen in Kiel von meiner Ausbildung her, die ich da in Deutschland gemacht habe. Und jetzt habe ich das noch gleich ausgenutzt und bin hier hochgefahren, um an meinem Wanderweg weiterzufahren. Heute sehen wir von der Stadt selber eigentlich nichts, weil ich bin da schon ziemlich außerhalb. Da gefällt es mir gut. Bin da noch gar nicht so weit von der Stadt entfernt. Übrigens geht hier nicht nur der Europa-Fernwanderweg Nummer 6 vorbei, sondern auch der E1, den ich ja schon bis zum Schwarzwald gemacht habe. Und ein bisschen weiter vorne zweigte auch noch der Pilgerweg ab. Den werde ich weiter vorne dann auch noch machen. Aber wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr. Und es gibt ja noch einen anderen Pilgerweg, der hier quasi Flensburg auslässt. Man läuft ja so um die Stadt herum. Da unten fahren die Züge durch von Flensburg Richtung Dänemark. Die machen da einen ziemlich großen Bogen. Und ich bin da an einer größeren Straße, die aus Flensburg herausführt. Da hier haben wir die Angaben vom E6 und vom E1. Und ich kann jetzt da endlich diese große Straße verlassen und zweige da jetzt ab in diese rein da. Ich habe halt heute wahrscheinlich viele Asphaltstraßen und keine Naturwege. Aber jetzt
Da ist noch ein kleiner Bach. So, jetzt geht's da wirklich Richtung Hamburg. Wobei, das ist noch weit, weit entfernt. Die nächstgrößere Ortschaft, die man da dann erreicht, wäre Schleswig. Das da hier, das ist ganz ein schönes Trafohäuschen. Ganz schön bemalen. Das gefällt mir. Mal was Buntes. Und da sieht man so in ein Sumpfgebiet runter. Für die Radfahrer ist das hier ein Traum. Wobei, es geht dauernd ein bisschen rauf und wieder runter. Es ist nicht alles ganz flach hier in Schleswig-Holstein, wie viele denken. Wobei, so schlimm ist es natürlich nicht wie bei mir zu Hause. Da sieht man doch, dass es kleine Hügel hat. Draußen sind noch Siloballen. Und da geht es wieder ein bisschen runter. Und auf dieser Seite sieht man doch ziemlich weit. Und so schönes Wetter. Wenn ich denke, die zwei letzten Tage war alles ja voller, ja, irgendwie in Nebel, auf jeden Fall bewölkt und gar keine Sonne. Da kommt jetzt der andere Weg her, den ich dann auch noch machen werde. Und da geht es wieder weiter. Dann ein bisschen weiter vorne zweige ich dann wieder ab. Da stehe ich jetzt noch vor einer Infotafel. Und da steht drauf, dass da früher Torf abgebaut worden ist. Gleichzeitig bin ich auch noch am Ochsenweg, der hier vorbeiführt. Und das heißt da, die Zeit von 1350 bis 1860 wurden jährlich in wenigen Wochen bis zu 52.000 Ochsen zu den Märkten im Süden des Landes getrieben. Das ist wahnsinnig, wenn man sich das vorstellt. Und so sieht mein Wanderweg aus, seine Straße. Und da hier einen Ausblick in das Land. Ein bisschen dunstig, ein bisschen neblig, aber nicht schlimm. Ja, die da draußen lassen sich nicht stören von mir. Friedlich am Weiden. Es ist eine, ja, doch noch schöne Gegend. Trotzdem, dass sehr viel flach ist. Wobei, hier hat es ziemlich viele Hügel. Ganz kleine. Sehr schön gemacht da. Da sind sie auch am Weiden.
bisschen ein, ja, Naturweide. Das heißt schon in die Gegenrichtung. Richtung Ostsee. Und da kommt jetzt auch der Nebel wieder rein. Da ist eine große Pferdekoppel. Ein paar Pferden am Weiden. Und da vorne ist es noch ein bisschen heiter. Und da gibt es sogar noch eine kleine Busstation. Ja, es hat jetzt schnell zugezogen. Aber jetzt. Und da sieht man jetzt schön diese weite Flächen. Diese Seite raus auch. Und ich gehe jetzt da geradeaus. Übersee. Das habe ich erst gestern gehört, dass man das so ausspricht. Da geht es auch wieder ein bisschen runter. Es hat doch ziemlich viele kleine Hügel drin. Aber sonst ist man da wirklich abgelegen. Und bis jetzt hatte ich wirklich fast nur Asphalt. Aber das wusste ich. Ich habe wieder ein kleines Dorf erreicht. Da ein Wanderweg, den ich dann auch noch mache. Der zweigt hier ab und geht da in diesen Wald da hinten. Ich gehe jetzt geradeaus. Da nach hinten geht der andere. Und da ist wieder ein bisschen hügeliges Gelände. Da vorne soll noch ein Hotel sein. Das da, aber das macht mich jetzt nicht so an. Und ich gehe jetzt da Richtung See. Da ist noch ein Bushaltestelle. Und da oben irgendwie noch so fast was wie ein Denkmal. Es ist, glaube ich, auch eins. Und ich kann jetzt da in den Wald verschwinden. Von dieser großen Straße weg. Endlich führt der Weg wieder durch die schöne Natur. Auf einem Naturweg. So gefällt es mir doch dann besser als immer auf diese Straße da. Und da unten kommt jetzt dann noch ein See. Jetzt befinde ich mich am Ankelmarkersee. Hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Noch ziemlich ein großes Gewässer da.
da vorne ist auch irgendwie ein größeres Gebäude. Das ist der See. Und da ist mein Wanderweg. Schöner Weg, der am See entlang führt. Da hier ist doch nicht alles ganz flach. Und da hier der Weg. Und da draußen der See. Wäre schon schöner, wenn noch die Sonne scheinen würde. Von da hinten kommt jetzt der Pilgerweg her und wir gehen jetzt da hoch und ich komme von da hinten. Und da sieht man noch das Zeichen der Pilgerroute. Und da oben von den Europa-Fernwanderwegen E1 und E6. Und diese Pilgerroute hier, die kommt wie gesagt aus Dänemark. Ja, jetzt geht es da doch wieder hoch. Da ist noch eine kleine Aussichtsplattform. Da oben ist wieder alles flach. Und da unten noch der See. Und da ist noch so eine Informationsplattform. Da ist es zum Teil flach, zum Teil hat es kleine Hügel. Und da geht ja jetzt auch der Pilgerweg durch und den werde ich auch machen. Aber ich glaube, ich warte noch so bis im April nächstes Jahr, bis ich dann hier weiterfahre. Und mit dem E6 auch. Jetzt kommen dann noch andere Europa-Fernwanderwege dazu. Ich wechsle ein bisschen ab. So wird es auch interessanter. Es gibt zwischendurch wieder Gebiete, wo es bergiger ist. Und dann auch wieder solche wie hier. Und auch von den Temperaturen her wird es große Unterschiede geben. So, jetzt möchte ich da vorne meinem Etappenziel noch die Kirche anschauen. Da werde ich sicher heute auch nicht zum letzten Mal drin sein. Und dann geht es weiter zum Bus und wieder zurück nach Flensburg. Und diese Nacht mit dem Zug wieder nach Hause. Da ist noch die ganze Geschichte aufgeschrieben von Oeversee. Und ich gehe jetzt auch noch schnell mal die Kirche anschauen. Jetzt
sind wir hier, wo der blaue Punkt ist, da. Und von da hier runter, da oben, da runter sind wir jetzt gekommen. Und dann hier hoch und jetzt da den Öllesee. Und von da werde ich wieder zurückfahren, dann nach Flensburg. Jetzt geht der Weg da hier hoch zur Kirche. Die muss man unbedingt gesehen haben. Und da vorne liegt sie vor uns, die schöne Kirche. Mal schauen, ob sie offen hat. Wirklich ganz speziell von außen. Da hier vorne ist jetzt meine Busstation, wo ich wieder zurückfahre Richtung Flensburg. War nicht so eine lange Wanderung und recht angenehm zum Machen. Und ich freue mich jetzt wieder ein bisschen an die Wärme zu gehen und da abzuschließen. Bis zum nächsten Mal. Danke.